Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler. Mein Name ist Marcel. Ihr kennt mich als Herrn der Spiele. Und heute stelle ich euch Dominate and Delegate von Thomas Denkmeyer vor. Dominate and Delegate ist ein strategisches Kriegsspiel mit Basis Bau- und Dungeon-Crawler-Aspekten, also einem ganz, ganz starken Fokus auf diese Bauaspekte. Das Ganze ist ein Skirmisher mit einem sehr, sehr coolen Kampagnenmodus, mit einem sehr ausgereiften Kampagnenmodus. Ich habe hier den Prototypen. Beachtet bitte bei allem, was ich euch jetzt gleich zeige, es handelt sich um Prototypenmaterial, wobei ich schon mal sagen würde, ich würde auch den Prototypen kaufen. Ich möchte euch im Folgenden zeigen, wie das Ganze aussieht, weil das ist es in dem Fall wirklich wert. Also ihr seht wirklich gleich einen sehr, sehr geilen Überblick über das Spiel. Dann möchte ich euch ein bisschen was zu Artwork und Story erzählen, denn für mich als Command & Conquer-Enthusiasten ist das hier ein ganz besonderes Spiel und damit sind wir eigentlich beim Punkt. Wer von euch, der so in den 80er, 90ern geboren worden ist und oder wurde, der denkt hier nicht an Command & Conquer. Also wir finden uns hier alle wieder und ich glaube, das befriedigt unsere CNC-Seele. Ich werde euch dann natürlich im Anschluss die Basiskonzepte des Spiels zeigen. Die sind relativ simpel, aber gleichzeitig absolut sinnvoll miteinander verzahnt. Und am Ende, ich werde euch natürlich die Besonderheiten des Spiels zeigen. Und am Ende möchte ich euch dann noch sagen, wie es mir gefallen hat. Also bleibt dran, wir springen in den Überflug. Lasst uns zu Beginn und an dieser Stelle einfach mal einen Blick auf diesen super genialen Trailer werfen. Ihr seht hier diesen Loading Screen, der erinnert doch die 40-Jährigen, 50-Jährigen unter uns auf jeden Fall an Command & Conquer. Hier haben wir die EFA, da unten habt ihr so einen Tesla-Turm, oh, Flak Tower, entschuldigt. Die alten Emotionen gehen mit mir durch und es geht natürlich darum, dass der thematische Hintergrund, dass sich Wirtschaftslobbys international operierender Natur zusammensetzen für Zusammenarbeit unterschiedlicher Nationen und Völker. Die Wirtschaft soll gestärkt werden, Kriege sollen verhindert werden. Ja, das erzählt man uns natürlich die ganze Zeit. Europäische Waffenproduzenten setzen auf Gleichberechtigung, preislich faire Verteilung von Waffentechnologie, aber das geht natürlich einher mit einem höheren, steigenden Energiebedarf. Und deshalb soll zuerst einmal das Kernkraftverbot aufgehoben werden. Ihr seht jetzt hier gleich im Hintergrund den Professor Denkmeyer, total cool und lustig, der uns erklärt, dass wir mehr auf Thorium setzen sollten, denn Thorium kommt häufiger vor als Uran, erzeugt mehr Leistung, kann wiederverwertet werden, weniger Abfälle an dieser Stelle ein. Und dann sehen wir so dubiose Hinterhofkneipen, in denen sich zwielichtige Personen treffen, in der sie Datenchips austauschen, Technologien klauen, diese vertreiben an irgendwelche Untergrundorganisationen. Und die geraten natürlich häufig in die falschen Hände. Die Regierungen schießen jetzt Überwachungssatelliten in den Weltraum. Also natürlich alles ganz klar. Die Europäische Raumfahrtbehörde möchte nur friedlich überwachen, Frieden sichern. Es geht also um Sicherheit, Ordnung und überhaupt nicht um eine Einschränkung von Freiheit und Anonymität. Jeder von uns weiß, der Grat ist natürlich ein schmaler. In Wirklichkeit seht ihr, die Individuen werden bis auf den Meter überwacht. Wo fahre ich hin? Was tue ich? In Wirklichkeit produzieren die Waffenlobbys neue Waffen, setzen neueste Technologie ein. Implementierte Kameras liefern Bilder von Zielobjekten, Geschwindigkeit, Bewegungsrichtung, alles wird integriert. Es gibt Magnetspulen im Lauf. Das heißt, die Welt rüstet auf. Zeitgleich werden neue Armeestrukturen in Europa geschaffen, nämlich die EFA, kurz für Europäische Friedensarmee. Die erhält Aufgaben, zu denen gehören friedenserhaltende, friedensstiftende Maßnahmen. Ihr seht hier einen Bomber im Hintergrund wegschweben. Geleitet wird die EFA von Lucero Munez, dem absolut vertrauenswürdigen General,
mit seiner Gemahlin Martina. Und die Waffenlobby setzt weiter auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz in Waffensystemen. Es gibt also sogenannte Security Guard Bots für Indoor-Bereiche, die vollkommen autark, also Robotersoldaten, durch die Gänge rollen, die Aufgabe von Menschen übernehmen. Was natürlich vollkommen ungefährlich ist, wie wir alle wissen. Battlestar. Aber Dr. Cornelia Tono, die kann natürlich bestätigen, dass Emotionen und menschliches Verhalten eine viel größere Gefahr für unkontrollierbare Aktionen hervorrufen, als Roboter Gefahr laufen, sich zu verselbstständigen. Hier sieht man dann nochmal so eine Fertigungsanlage, die vollkommen autark ohne den Menschen funktioniert. Der Mensch ist überhaupt nicht mehr notwendig und die AI übernimmt immer mehr Aufgaben. Ihr habt ja Dominate and Delegate in seiner gesamten Pracht schon im Überflug gesehen und ich finde, das war es auch auf jeden Fall wert, einfach um sich diese tollen Modelle mal anzugucken. Denkt bitte dran, das ist alles Prototypenmaterial, was ich euch an der Stelle zeige. Wenn das jetzt so schön bereits aussieht, wer will wissen, wie das Ganze fertig aussieht? Ich zeige euch kurz, was auf dem Spielfeld liegt, dann sprechen wir über ein paar Prämissen und ich zeige euch, wie das grundsätzlich abläuft. Wir haben natürlich in der Mitte auf jeden Fall den Spielplan. Das ist der Spielplan für Skirmish-Gefechte in Wald- und Wiesengebieten. Ich habe mal hier an die Seite gelegt die Spielplanteile für Kampagnen. In Kampagnen sieht das Ganze nämlich anders aus. Da entwickelt sich das Spielfeld. Es gibt auch einen Kriegsnebel, also Fog of War, wo wir nicht genau wissen, was sich wo befindet. Das ist auf jeden Fall mega interessant. Macht richtig Spaß, ist für mich eigentlich immer am spannendsten eine Kampagne. Aber um das Grundkonzept des Spiels zu verstehen, und für euch, um einschätzen zu können, ob Dominate and Delegate etwas für euch ist, eignet sich auf jeden Fall und reicht der Skirmish-Modus aus. Davon bin ich überzeugt. Ich habe euch hier mal diese ganzen Figurenboxen aufgestellt. Und Red Cat seht ihr jetzt auch aufgebaut auf der linken Seite, während ihr EFA auf der rechten Seite seht. Und über Figuren sprechen wir jetzt. Denn jetzt kommen wir zu den Prämissen. Alles, was ihr auf dem Spielfeld seht und hier in den beiden Boxen, also die Tokens nicht, ja, sondern alles, was ihr dreidimensional seht, das sind Figuren. Das ist erstmal wichtig. Bei den Figuren unterscheiden wir aber Gebäude, das sind Gebäude und das sind Einheiten. Das ist gleich auf jeden Fall wichtig und macht auch auf jeden Fall Sinn, denn Gebäude können sich nicht bewegen. Also stationäre Gebäude, ne, wir kommen auf jeden Fall gleich zum MCV, das ist aber kein Gebäude. Ich lege an der Stelle einfach mal meine Tafel ein bisschen höher, dass ihr auf jeden Fall alles sehen könnt. Denn das hier ist sozusagen euer Arbeitsmittel Nummer 1, nämlich euer Spielertableau. Kurzer Überblick über das Ding, bevor wir anfangen. Und zwar seht ihr hier auf der linken Seite, seht ihr die Icons aller eurer Figuren. Im oberen Teil, abgesetzt vom unteren, seht ihr Gebäude. Ne? Also hier seht ihr so eine Lücke und das sind eben Einheiten. Ihr seht auf jeden Fall die entsprechenden Namen zu der Figur. Und dann seht ihr hier nochmal ein Icon für den Typ. Also das sind alles Gebäude. Und die Infanteristen unterscheiden sich, die Infanteristen und die Einheiten unterscheiden sich in Infanteristen. Kennt man, also MG, RAK und Ingenieure. Dann haben wir hier ein Radfahrzeug. Das sind Kettenfahrzeuge, Panzer, MCV, Fortresses, mobile Natur. Dann haben wir hier Flugzeuge oder Dropships. Und dann haben wir so ein paar Spezialeinheiten. Das sind eigentlich keine richtigen Einheiten. MG Tower oder RAK Tower wie der hier. Die sind halt einfach in dem Spiel eine Einheit. So, diese Spalte, ja, wir sind jetzt einfach mal kurz auf dem Player-Sheet, die lassen wir mal ganz raus. Das ist das Tag-Level, das ist nur für die Kampagne relevant. Kurzer Vorgriff, ihr könnt einfach am Anfang einer Kampagne, habt ihr keinen Zugriff auf alle Einheiten bzw. Gebäude. Zum Beispiel so ein Fighter oder ein Bomber schaltet ihr erst im späteren Verlauf der Kampagne frei. Viel wichtiger werden gleich für die Bauphase der Kaufwert und der Zeitwert sein. Und für die Aktivierungsphase die Bewegungs-, Reichweite- und Zielspalte. Über die Specials reden wir an der Stelle erstmal gar nicht. Und jetzt haben wir ja schon über die Phasen gesprochen und dann springen wir einfach mal in eine Spielrunde. Und eine Spielrunde läuft so ab, dass wir alternierend spielen. Das heißt, der Spieler EFA in meinem Beispiel beginnt und macht alles fertig, bevor dann der Spieler Red Cat an die Reihe kommt. Und alles fertig bedeutet, dass der Spieler EFA zwei Phasen durchläuft. Phase 1 ist die Aktivierungsphase, bevor wir dann zur Bauphase kommen. In der Aktivierungsphase darf ich alle meine Einheiten einmal aktivieren.
Alle unsere Einheiten werden nacheinander aktiviert in der Aktivierungsphase. Und da ist jetzt schon mal wichtig, dass eine Aktivierung ganz abgeschlossen sein muss, bevor die nächste Einheit aktiviert wird. Und während einer Aktivierung darf ich mich bewegen und dann darf ich eine Aktion ausführen. So, um mich zu bewegen, schaue ich hier in diese Bewegungsspalte. Ich zeige euch aber auch gleich eine Ausnahme. Und ja, jetzt gucken wir uns mal zwei, drei interessante Beispiele an. Guck mal hier, der Bomber. Der Bomber, den habe ich absichtlich ganz weit vorne hin platziert. Komplett utopisch, dass der Bomber hier alleine steht. Aber in unserem Beispiel ist es mega interessant. Der Bomber könnte jetzt bis zu 4 Felder weit fliegen. 1, 2, 3 reicht aus, um benachbart zu dieser Factory zu sein. Ihr seht es hier an diesem lustigen Panzer, der da rausrollt. Sieht immer wirklich total geil aus, die ganzen Figuren. Und wenn er sich bewegt hat, also seine Bewegung komplett abgeschlossen hat, dann kann er hier zum Beispiel auf dieses ballistische Symbol mit der Reichweite gucken. Und er hat eine Reichweite von 1. 1 heißt benachbart und benachbart befindet sich eben diese traurige arme Fabrik. Und dann dürfte er sie angreifen. Also er dürfte eine Aktion ausführen. Im Falle des Bombers ist es eben das Angreifen. Und dann gucke ich in diese Spalte mit diesem Fadenkreuz. Und da ist es nochmal ganz wichtig zu gucken, was kann eigentlich ein Bomber angreifen? Und Command & Conquer Enthusiasten, die sowieso hier eigentlich alles wiederfinden, was sie aus den 80er, 90er Jahren kennen, sehen hier, und das macht auch vollkommen Sinn, dass Bomber Radfahrzeuge angreifen können, Kettenfahrzeuge und Gebäude. Und genau ein Gebäude ist das Ziel des Bombers. Das heißt, der Bomber würde angreifen. Und bei Dominate and Delegate werden keine Würfel geworfen, keine Karten gezogen und ausgespielt. Das Gebäude ist einfach zerstört. Punkt. Das Gleiche gilt natürlich für alle anderen angreifenden Einheiten. Die gucken einfach nach ihrer Bewegung auf die entsprechende Reichweite. Sind sie in Reichweite? Da gibt es so ein paar Sonderregeln. Zum Beispiel eine Artillerie kann nicht benachbart angreifen. Das ist natürlich wichtig, richtig und auch thematisch sinnvoll. Und nachdem sie die Reichweite gecheckt haben, ob das Ziel überhaupt eines von ihnen ja zu treffendes Ziel ist. So. Und nachdem dieser Bomber fertig ist, kommen alle anderen Einheiten an die Reihe. Ich könnte zum Beispiel in beliebiger Reihenfolge mal jetzt meinen Tank aktivieren. Das ist der hier. Und da gucke ich, wie weit kann der fahren. Der kann also 1, 2 Felder in Richtung Front fahren. Achtung, interessant ist, der darf sogar auch hierhin fahren. Dürfte also an diesem Infanteristen thematisch vorbeifahren. Das geht nicht. Wenn das eine gegnerische Figur ist, dann dürfte er dieses Feld nicht betreten. Ausnahme ist, ein Kettenfahrzeug darf über Infanteristen drüber fahren. Wäre das also ein gegnerischer Infanterist, ich mache jetzt mal hier dieses Beispiel, wäre das ein gegnerischer Infanterist, dann würde er hier drüber fahren und ihn zerstören. So, also auch in unserem Beispiel wäre der Tank jetzt einfach fertig. Der hat ja nur eine Reichweite von 1, ist also uninteressant. Das mache ich jetzt mit allen meinen Figuren. Und es gibt nochmal wieder eine Sonderregel, die gibt es ja immer wieder. Guck mal hier, der Ingenieur. Ich habe hier einen Ingenieur vorne stehen. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, wie kommt der da vorne hin? Natürlich auch nur, um euch das Ganze zu zeigen. Und wenn der Ingenieur benachbart zu einem Gebäude steht, tut er ja jetzt, könnte er auf seine Bewegung verzichten und könnte dieses Gebäude infiltrieren. Habe ich was über Command & Conquer Enthusiasten gesagt, die sich hier irgendwie glücklich wiederfinden werden? Ja, das ist es. Der Ingenieur würde dieses Gebäude ersetzen, also infiltrieren, thematisch ersetzen, mechanisch die Figur. Entschuldigung, nehme ich vom Spielplan. Und damit wäre dieses Powerplant in der gegnerischen Basis mir. Und ihr alle wisst, wie toll es ist, Powerplants in der gegnerischen Basis zu übernehmen. Dann sinkt nämlich ein Energielevel. Dazu aber auch auf jeden Fall gleich mehr. Denn, oder fast schon jetzt mehr, denn wir kommen nach der Aktivierungsphase, die ich jetzt natürlich nicht ganz durchgespielt habe, ich wollte euch ja nur ein paar Beispiele zeigen, zur Bauphase. Und in der Bauphase seht ihr hier von meinem Gegner und von mir so ein ja, Baukasten, Bautableau. Jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, dass thematisch die Fabriken oder die Baracken bauen oder die Helipads bauen, also das hier zum Beispiel. Ach so, ja, vielleicht kann ich euch das nochmal zeigen. Ist ja auch so ein ganz Command & Conquer spezifisches Ding, den Harvester. Es gibt hier so Erzklumpen, die sind über das ganze Spielfeld verteilt. Hier liegt zum Beispiel einer. Und dieser Harvester, der hat zum Beispiel einen geladen. Hätte er keinen geladen, könnte er auf dem Feld stehen, diesen Erzbrocken also einfach abarbeiten oder abbauen. Abbauen ist das richtige Wort. So, und dieser Harvester, der kann auch 2 Felder fahren, also während seiner Bewegung. Und wenn er dann so im Ladeport von der Raffinerie wäre, das ist also hier vorne, dann könnte er dieses Erz eben abladen bei der Raffinerie. Ich würde das Ganze dann hier auf meinem Kommandorad nachhalten und hätte eben ein Erz eingelagert. Abbauen, einlagern.
Und wenn alle meine Einheiten bewegt worden sind, also ne, habt ihr eben gesehen, hier die ganzen Einheiten, ich muss auch nicht alle bewegen, dann kommen wir zum zweiten wichtigen Aspekt, nämlich zur Bauphase. Und ich habe es euch ja vorher gesagt, Dominate and Delegate ist ein strategisches Kriegsspiel. Strategisches Kriegsspiel habt ihr eben so ein bisschen durch das Aktivieren gesehen, also durch das Bewegen und Angreifen. Aber der Basisbau ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ihr seht hier einen Baukasten und da einen Baukasten, also einen beim Gegner und einen bei mir. Und Bauen, das findet natürlich thematisch statt in den Fabriken. Wir haben zum Beispiel hier eine eben weggemacht. In meinem Fall habe ich gar keine da stehen. Dann in den Baracken, also die bauen. Hier habe ich zum Beispiel eine Baracke stehen jetzt. Oder der Helipad, der baut. Aber mechanisch betrachtet bauen wir hier in unserem Baukasten. Das ist übrigens auch interessant. Unser Gegner sieht ja nur diese Vorderseite. Und was ich jetzt mache, ist, ich lege euch das jetzt mal so unter die Kamera, dass ihr das Ganze sehen könnt. Das ist jetzt wirklich nur fürs Filmen. Und was ihr hier seht, ist ganz links seht ihr ein Ready-Feld und dann aufsteigend seht ihr die Phasen 1 bis 8. Und wenn ich mich in der Bauphase befinde, dann kann ich oder dann muss ich verschiedene Schritte einhalten. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich nehme jetzt mal so ein paar Figuren an der Stelle raus. Ich nehme jetzt mal einen Panzer und ich nehme mal eine Fabrik. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt diese Situation hätten. Die Factory haben wir einfach in meinem Beispiel mal so, ja? Das haben wir zu Beginn der Bauphase. Und wenn ich weiterbaue, dann mache ich nichts anderes, als dass ich alle Spielmaterialien, die sich in einem Bauslot befinden, das sind jetzt in dem Fall zwei, die würde ich ein Feld nach links rücken, also den Panzer auf Ready, die Fabrik auf 1. Einzige Ausnahme ist, wenn meine Energie kleiner als 1 ist, dann darf ich das nicht tun, dann dürfte ich nur Powerplans, so sie denn hier in dieser Baureihe wäre, dann sind das die einzigen Figuren, die ich weiterrücken darf. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt nennt sich Aufstellen fertiger Figuren. Jetzt gucke ich in das Ready-Feld und da befindet sich ja jetzt mein Panzer und diesen Panzer, den dürfte ich jetzt aufstellen, sofern ich eine Fabrik auf dem Spielfeld hätte. Habe ich in meinem Beispiel nicht. Mache ich jetzt einfach mal. Stellt euch mal vor, hier ist die Fabrik. Dann würde dieser Panzer thematisch super cool hier rausrollen und zwar auf eines dieser beiden Felder. Denn ihr seht, der Panzer fährt hier aus. Der kann natürlich nicht hier seitlich oder hinten rausrollen. Also hier würde er rausrollen in der Aufstellen fertiger Figurenphase. Und Leute, fühlt sich das cool an. Dann kommt der Schritt Recyceln. Also Recyceln ist irgendwie auch eine ganz einfache Sache. Ihr dürft einfach jede beliebige Figur, die ihr noch in eurem Bautrack hier habt, dürft ihr wieder rausnehmen bei 100%iger Kostenerstattung. Heißt, wenn ihr die Factory rausnehmen würdet, würdet ihr dafür 5 Credits erstattet bekommen. Und das würdet ihr natürlich hier nachhalten. Also hier übrigens immer Energieoutput. Das wäre jetzt also alles in Ordnung. Ne? Ich hatte ja eben gesagt, habt ihr weniger als 0, dürft ihr einfach nicht weiterbauen. Ausnahme Powerplans. Und hier würdet ihr jetzt 9 plus 5 bekommen, falls wir recyceln würden. Machen wir aber jetzt an der Stelle einfach mal nicht. Gut. Und dann ist das Letzte, was wir machen in einer Bauphase. Und dafür suchen wir uns auch mal was Schönes aus. Ihr wisst ja, Harvester kann man einfach nie genug haben. Wo ist der Harvester? Genau. Und den Harvester, den habe ich mir jetzt schon mal geholt hier. Ich kann einfach nicht oft genug sagen, dass mir diese ausgedruckten Figuren schon sehr, sehr gut gefallen. Und dann gucke ich mal, wie viel kostet denn eigentlich der Harvester, also in dieser Geldspalte. Und wenn ich jetzt meine Credits um 3 reduziere, auch das mache ich jetzt mal, 9 minus 3 sind ja bekanntlich 6. Und dann darf ich ihn einsetzen in den Bautrack auf dieses Zeitfeld mit der Nummer 2. Und das mache ich eben, so viel ich lustig bin, für alle möglichen Einheiten und womöglicherweise auch Gebäude. Gebäude, Sonderregel, die kosten natürlich später Energie. Das kennt ihr auch alle, also aus den 80er, 90er Jahren oder wann immer ihr Command & Conquer gespielt habt. Einheiten nicht, Gebäude kosten Energie, außer natürlich die Powerplants. Die liefern Energie, genau. Und wenn ihr das gemacht habt, das heißt, wenn ihr euren Bauschritt fertig habt, dann würdet ihr das Ganze jetzt natürlich wieder, ja, also was heißt, ihr würdet das nicht wieder hochklicken, weil ihr habt das ja gar nicht jetzt verändert, also
ich glaube, ihr seht es jetzt noch von oben, dann würdet ihr euren Zug beenden und dann wäre euer Gegner an der Reihe. In einem Skirmish-Gefecht würde ich einfach so lange spielen, bis die Siegbedingung erfüllt ist, zum Beispiel der Gegner ausgelöscht ist. Und in einer Kampagne gibt es eben verschiedene Ziele, die Player 1 zu erfüllen hat, Player 2 meistens zu verhindern hat. Also das sind meistens so asymmetrische Spielziele oder aber es gibt so irgendeinen Capture the Flag-Punkt, was weiß ich, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Über eine Sache habe ich an der Stelle gar nicht gesprochen, dann wird das Ganze nämlich auch ein bisschen zu viel. Ihr habt es ja vorher gesehen, neben diesem Fokus auf Basisbau gibt es eben auch so Dungeon-Crawler-Aspekte. Und ich habe schon ein paar Mal über Enthusiasten gesprochen, also CNC-Enthusiasten. Und ich lege das jetzt einfach mal so dummdreist dahin. Dungeon Crawler, ja, also es gibt einfach Missionen, bei denen der eine oder der andere dieses Infiltrieren wirklich thematisch durchspielt, indem er sich zum Beispiel in irgendeine Factory reinbetritt. Hallo Tanja. Und ja, dann spielen wir eben so einen kleinen kompetitiven Dungeon Crawler. Und damit sind wir auch schon durch mit meinem Preview, in dem ich euch die Basiskonzepte zu Dominate and Delegate vorgestellt habe, euch die Inhalte gezeigt habe. Ihr wisst jetzt an der Stelle, was euch im Kickstarter erwarten wird. Und jetzt möchtet ihr natürlich noch hören, wie es mir gefallen hat. Und ich springe zuerst gleich mal in den Spielzug. Das ist ja eigentlich das Herzstück des Spiels, und zwar die Aktivierungsphase. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich etwas überrascht, denn das Ganze ist ja wirklich unglaublich simpel. Ich nehme jede meiner Figuren, aktiviere die einmal und das war's. Ja? Und in meiner Bewegung mache ich meistens nichts anderes als eine Bewegung. Und jetzt kommt der springende Punkt, den ich am Anfang als kritischen Punkt gesehen habe, denn ich schaue, dazu kommen wir gleich nochmal, hier auf meine Spielertafel, auf der übrigens nochmal eine schöne Summary auf der Rückseite ist, und zerstöre eine gegnerische Einheit, die ich mit meiner Einheit angreifen darf. Da war ich am Anfang sehr, sehr kritisch. Das gebe ich an der Stelle zu, denn das war mir zu simpel. Ich bin es einfach gewöhnt, in Strategiespielen zu würfeln oder einen kartengesteuerten Combat abzuhalten oder irgendetwas zu tun, also Einfluss auf den Kampf zu haben. Diesen Einfluss habt ihr in Dominate and Delegate nicht. Aber das ist überhaupt nicht so schlimm, habe ich im Laufe des Playtestens gemerkt, denn guck mal hier, strategisches Spiel. Es geht hier gar nicht um taktische Gefechte. Es geht um Strategie. Und Strategie ist nun mal das von oben herab Betrachten des Schlachtfelds. Und genau das habt ihr ja eben auch gesehen. Ihr habt euch das Ganze von oben angeguckt und habt gesehen, wie ich Panzer, Flugzeuge, Ingenieure über das Spielfeld geschickt habe. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr merken, dass dieses Kartenausspielen, das Würfeln modifizieren, Dice Placement, Manipulation, was ihr alles kennt aus anderen Strategiespielen, das fehlt hier, aber es stört nicht, dass es fehlt. Mich zumindest nicht. Denn der Fokus liegt auf den strategischen Entscheidungen. Ich weiß ja, dass mein Gegner nach mir an der Reihe kommt. Ich kann also Felder abzählen und kann ganz genau meine Einheiten so platzieren, dass sie nicht getroffen werden. Denke an die Ingenieure. Oder ich kann meine Flugzeuge so positionieren, dass ich irgendwelche vorbeifahrenden Panzer abfangen kann. Oder. Also, ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass es hier keinen Kampf gibt, der irgendwo mit Glücksmechanismen daherkommt. Das fehlt hier komplett, ist aber zeitgleich für mich, nach den Spielen, die ich gemacht habe, eher ein Pluspunkt als ein Kritikpunkt. Denn ihr könnt strategisch von vorne bis hinten alles durchplanen und wisst, was euch erwartet. Punkt 2 ist der Fokus auf den Basisbau. Und auch das wusste man, wenn man den Deckel sieht. Und den finde ich und fand ich von Anfang an super großartig und zeitgleich authentisch. Denn hier, ich habe ja vorher öfter von den Command & Conquer Enthusiasten gesprochen, erkennen wir einfach die Lieblingsspiele unserer Kindheit wieder, ob das Alarmstufe Rot, Rot 2, Tiberian Sun oder welcher Teil auch immer war. Wir haben ja immer diese Bauleisten. Wir bauen etwas, wenn wir ein Gebäude haben, Barracks, Helipad oder Factory, dann geht es in diese Bauleiste rein und diese Bauleiste haben wir ja vor uns stehen. Und in unserer Bauphase rücken wir die voran, so wir denn Energie haben, dann können wir was recyceln, neu einsetzen, zahlen Credits. Das fühlt sich einfach so Command & Conquer authentisch an und bildet damit einfach für mich das Herzstück des Spiels. Zumindest bildet es das erste Herzstück des Spiels ab. Und das zweite Herzstück neben dem Bauaspekt ist im Prinzip einfach dieses Spielertableau. Ich halte es jetzt einfach mal so davor, dass ihr ein bisschen was seht. Und jetzt denkt ihr euch,
was, der verkauft uns jetzt eine Spielerhilfe gerade als Herzstück des Spiels. Aber auch hier müsst ihr den Command & Conquer Enthusiasten einfach ein bisschen Raum lassen. Wer Command & Conquer gespielt hat in den 80er, 90er, 2000ern, wird mir vielleicht folgen können, denn in unserem Kopf lief doch genau dieser Fahrplan ab. Wir spielen ein Strategie- und kein Taktikspiel. Und da ist es eben ganz wichtig, in diese virtuelle Spalte, und hier haben wir eben die analoge Spalte des Kaufpreises oder der Baudauer bzw. der Bewegung oder der Reichweite oder eben der Ziele zu achten. All das hatten wir doch damals auch. Und hier fühlt sich dieses Spielersheet, also dieses Spielertableau, einfach so richtig Command & Conquerisch an. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, beziehungsweise, und ich tue das jetzt einfach mal weg, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Eins möchte ich euch noch zeigen vorher. Und ihr habt es ja ganz am Anfang gesehen, ich hatte hier diese Boxen, ja, Not Box, Red Cat Box. Und als ich die geöffnet habe, sind mir einfach die Augen übergegangen bei diesen Figuren. Die sind jetzt 3D geprintet, mit Sicherheit einem guten Printer. Ich habe null Print-Erfahrung, habe mir ab und zu mal irgendwelche Figuren drucken lassen. Und diese Figuren, die sind einfach total cool. Ich habe es vorher gesagt, ich würde den Prototypen super gerne behalten. Der muss aber jetzt leider weitergehen. Würde hiermit weiterspielen, denn die Figuren, das heißt die Gebäude und die Einheiten, sehen großartig aus. Und tragen so viel dazu bei, das Thema Command & Conquer, also den Mechanismus, mithilfe der Miniaturen zu transportieren und damit dieses Command & Conquer-Feeling in mir aufkommen zu lassen. Und damit möchte ich jetzt schließen. Das Besondere des Spiels, bei allem, was ich euch eben vorgestellt habe, bei dem, was vielleicht gewöhnungsbedürftig war, bei Aktivierung und Angriff, bei dem, was spontan einfach total gezündet hat, wie das Bauen oder dieses tolle Spielertableau. Bei all dem muss ich sagen, Dominate and Delegate transportiert das Command & Conquer Feeling der 90er und der 2000er zu 100% 1:1 vom Spieltisch in meinen Kopf. Und dieses Spiel, Dominate and Delegate, ist Command & Conquer das Brettspiel. Es heißt nur nicht so, wahrscheinlich wollte EA die Lizenz für den Namen nicht rausgeben, aber es sieht von vorne bis hinten so aus. Das fängt bei der Schachtel an, geht über die Figuren, geht über die Artworks, die ich euch gezeigt habe. Und es befriedigt wirklich alle Bedürfnisse eines CNC-Enthusiasten. Und damit kann ich an der Stelle enden. Wenn ihr, wie ich, ein Kind der 90er seid, der 2000er, wenn ihr diese Spiele geliebt habt, dann ist das euer Brettspiel. Dann ist das das Brettspiel, was ihr in diesem Quartal oder im zweiten Quartal, wann auch immer der Kickstarter launcht, braucht. Wenn ihr aber Lust habt auf Taktikgefechte à la Super Fantasy Brawl, dann werdet ihr die hier nicht finden. Da muss ich euch an der Stelle warnen. Ich sage aber und ich empfehle euch, probiert dieses Spiel aus. Es fühlt sich absolut richtig an, nicht nur vor dem Hintergrund, aber auch beim strategischen Denken macht Dominate and Delegate einfach alles richtig. Ich hoffe an der Stelle, dass es euch gefallen hat, dass es euch Aufschluss gegeben hat. Hinterlasst alle eure Fragen in den Kommentaren. Ich werde sie euch beantworten. Thomas guckt vielleicht auch mal hier rein. Und an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ich bin dann mit spielerischen Grüßen raus. Bis bald, Marcel, euer Herr der Spiele.